Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Monster Hunter 3 Ultimate für die Wii U. In der letzten Folge haben wir, glaube ich, gegen den Lagombi gekämpft, oder? Oder den Großbuggy, ja. Jedenfalls, sieht man hier, ich habe schon wieder neue Klamotten. Ich habe ehrlich gesagt die Klamotten vom Lagombi jetzt an. Schön, ne? Hier sind die ganzen Effekte, Outblocken habe ich natürlich wieder vom Amulett. Ausweichdistanz habe ich jetzt noch nicht so einen Unterschied gemerkt und so. Ich habe Chacha mal diese komische Fleischmaske gegeben, wie ich irgendwie aussieht, als weiß ich nicht. Von beiden sieht das aus, als würde ich da so einen alten Filmrekorder irgendwie auf den seinen Kopf sehen. Aber naja, ja, ich habe alle Missionen hier erstmal abgeschlossen, bis auf die dringende Mission. Und zwar etwas verstehe ich nicht. Ich könnte mir vielleicht denken, wo das liegt, aber mal gucken. Hier ist zum Beispiel bei den ersten dreien ist hier goldener Haken. Nehme ich mal an, da bin ich ganz fertig, weil ich glaube nicht, dass ich irgendwann noch mal von Stufe 1 irgendwas machen muss. Und hier habe ich bis jetzt einen grünen Haken. Das bedeutet wahrscheinlich, dass hier noch ein paar Missionen kommen. Aber ich bin sozusagen jetzt mit allen fertig. Oder? Das könnte ich mir jedenfalls vorstellen. So, dringende Quest. Wir müssen gegen den Dings kämpfen, glaube ich. Wäre ein Lagiakus ab. Wir müssen immer noch nicht gegen ihn kämpfen. Wäre ein Lagiakus ab. Bla 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 bla. Belohnung auf 0 oder Zeit läuft ab. Okay. Scheint große Mut zu haben, bla 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 bla, beweise es. Ja, warum denn nicht? Hey Jäger, pass auf dich auf. Machen wir natürlich wieder alleine. So. Jetzt habe ich irgendwie was Blitzabwehr oder so. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Weil der setzt ja Blitz ein. Scharfschütze, nein. Donnerbrecher. Stärkt die Donnerabwehr. Ja. Ah, schön. Ach, komm, wahrscheinlich der ganzen Story-Mission und so. Ja, ich glaube, ich habe eine neue Waffe seit dem letzten Part, ne? Oh, Glückwunsch. Gutschein erhalten. Sehr schön. Ich habe den Vulkanis. Sehr schön. Voll die geile Waffe. Ein bisschen aus Klamotten vom... Weiß ich gar nicht mehr. Sieht aus, als wäre vom Lagiakus. Ist aber nicht. Keine Ahnung, was da nochmal daraus besteht, aber von irgendeinem aktuellen Monster. Ich glaube, von dem, von dem ich übrigens noch nicht die Rüstung komplett habe. Der Tag der Abrechnung ist also gekommen. Der schreckliche Lagiakus hat sich aus dem Meer erhoben. Er wurde ganz in der Nähe gesehen, in Gebiet 5 auf der Karte. Wie du weißt, ist der Lagiakus eine üble Bestie. In deinem Alter hätte ich es leicht mit ihm aufgenommen. Na denn, du hast es weit gebracht. Das ist eine große Bewährungsprobe. Oh, ich bin richtig neidisch auf dich. Nimm deine ganze Kraft zusammen und fordere Lagiakus heraus. Mach uns alle stolz, junger Hüpfer. Aber natürlich. So. Dann nehmen wir natürlich wieder alles gratis hier mit. Ja, brauche ich nicht. Futter mal. Ja, das Schwert ist auf jeden Fall stark, was ich jetzt dabei habe. Der Lagombi dauert gar nicht mehr so lange, den zu erledigen. Die eine Mission, wo ich irgendwie gegen Großjagi und einen Bauf kämpfen muss, war voll einfach, weil der Jagi voll schnell kaputt gegangen ist. Bestimmt nur 5-6 Minuten oder so. So, kommt er da. Der pennt da einfach. Bis er den aufgeweckt, Mann. So, übrigens 83 Farbbälle. Einer. Immer den Schwanz abtrennen. Okay, kommt immer noch die Musik. Das wäre eigentlich kein Problem sein. Kommt, meine Waffe sieht schon so ein bisschen aus wie da. Ich will natürlich den Schweif hier abtrennen. Boah, der kämpft genauso wie der Königsludorf, fällt mir gerade auf. Oder? Bitte nicht. Ich hasse es, gegen den Königsludorf zu kämpfen, der ist voll nervig. Aber ich will jetzt den Schweif abtrennen. Selber auf den Donnerangriff ein, ich glaube nicht, ne? Ich glaube, ich muss ja nur hier bekämpfen, oder?
Ich weiß auch nicht. Boah, geh weg. Ich frage mich, ob, wenn ich seinen Schweif abtrenne, ich glaube, ich muss nicht ganz gegen den kämpfen, ne? Sind ja einfach nur abwehren. Das sah aber nicht so aus, als wäre der eine Bedrohung, der war einfach nur ein Pen eigentlich. Warum jage ich ihn eigentlich? Das ist noch falsch mit uns Leuten. Ja, ich will den Schweif abtrennen. Hoffentlich hat den dann immer noch ab beim nächsten Mal. Ich glaube aber ehrlich. Ich verarsche, er kommt auf mich los. Ja, geht auf den Zweifel aus, gut. Oh, ups, da. Dabei habt ihr mir doch geholfen. Ah, geh weg. Na komm. Ja, komisches Angriffsmuster. Autsch. Hilf mir. Wo greift er mich an? Ich krieg die Krise. Ob ich überhaupt den Schwanz abtrennen kann hier. Abtrennen kann ich ihn auf jeden Fall, aber in der Mission. Langweilig der Kampf. So ein Gefühl. Ach man, bleib doch mal da. Fall um oder irgendwie sowas. Ja, die meisten Angriffe sehen aus wie die vom Königsdorf. Sehr gut. Da sei es bestimmt angepisst. Lagiakus-Schweif. So, jetzt kriegst du auf die Fresse. Ja, jetzt also kann ich mir dafür eine gute Waffe machen. Schweifen kann man sich oft eine gute Waffe machen. Verdammt, ich hätte mich heilen sollen. Ich hätte jetzt Zeit. So, jetzt bist du dran. Ich glaube, die Brust kann man kaputt machen. Bekommt dann so eine riesige Narbe, oder? Bin mir aber nicht sicher. Da reicht das noch. Oh Gott. So, gut. Komm schon. Yes. Hier weg. Hab ich gerade getroffen? Ich war bis jetzt einmal kaputt gegangen bei irgendeinem Monster. Ich glaub nicht, ne? Oh Gott. Lass mich rein, ich bin betäubt, ne? Nee. Lass mich mal kurz heilen. Ich hab die Katzen los, die greifen mich doch gerade an. Mann. Was willst du denn? Alter, ich komme hier nicht mehr klar auf irgendwas. Ah. Ja, ist geil. Pff. Ja, Screen reingekickt. Ich muss mal einen Megatrank. Ich habe ehrlich gesagt nicht mehr so viele Tränke in meiner Box. Um genau zu sein, kann ich mir keine herstellen. Deswegen habe ich ja ganz viele Blaupilze und so hergestellt. Ja, das ist eine blöde Frage, aber was machen diese Blötze? Ich weiß nicht, wie Paralyse und manchmal kann ich nicht angreifen. Ich kenne euer manchmal. Irgendwann abgetrennt, gut. Vielleicht von der anderen Seite angreifen sollen, aber da kam ich nicht hin. Ah. Ja, die Steuerung ist so träge, wie sie ausschaut. In der dicken Waffe jedenfalls. Was bist du denn? Geh weg.
Alter, sind die irre? Komm mit ein paar Bomben auf mich zu. Mann, was habe ich denn jetzt schon wieder getan? Oh mein Gott, gib mir doch mal eine Pause. Ja, ich ging alles um jene kämpfen. Ich bin Monster Hunter und kein Katzenzähmer. Alter, mach doch mal längere Angriffe. Nach dem Angriff konnte ich irgendwie nicht viel machen. Brust krieg ich auch noch kaputt. Meine Brust kann man kaputt machen, dann kriegt er so eine Narbe. Ah. Mein Gott. Schon mal dieser Bauch mit dem Wegfliegen hier. Am Anfang lief das doch ganz gut eigentlich, der Kampf. Jetzt krieg ich gar nichts mehr hin. Ja, mein. Ich will eigentlich schon ausweichen, aber war schon im Angriff drin. Ma, der mich noch getroffen. Das gefällt hier. Ma, der hätte ich noch locker erledigen können. Komm her. Warte, denkst du, kannst von mir entkommen? Der läuft da durch, Mann. Ah. So erledigen. Wir können uns noch ein paar Schilder nehmen und so. Gut. Hat nicht so lange gedauert. Aber ja, noch nicht der ganze Kampf. Hi, na? Ja, die sind schon mit einem Schlag weg. Ist irgendwie klar, ne? Man hat irgendwie so einen Schaden von 624 oder so. Boah, Entschuldigung. Das ist bestimmt nicht gut angehört. Im Mikro. Kommt doch vor, wenn man ein kaltes Getränk zu sich nimmt, bevor man aufnimmt. Bei mir ist das jedenfalls so. Boah, schon wieder. Ja. Ist jetzt gut. So. Das ging aber ganz schöne Sachen von dem. Ruststein, okay. Der Wiewand schläft. Das war es aber noch lange nicht. Ah. Und jetzt noch ein Schiff hin. Aber gut. Sagen wir wahrscheinlich der und der Typ genau das gleiche. Hey, ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Der Wanderkoch hat ein Rezept. Super gesunde, exzellente Milch. Aber man braucht die ganz genauen Zutaten. Premium Milch nimmt man für Gerichte, bei denen du richtig was auf die Rippen kriegst. Lecker und gut für dich. Ich habe für dich aufgeschrieben, was wir brauchen. Versuch einfach, dir neben der Jagd dafür Zeit zu nehmen. Das sagt er jedes Mal, kann das sein. Ich glaube, ich kann leider nichts herstellen im Moment. Oh Mann, wo ist denn das? Hier, Milchlieferung. Helles Extrakt, Mega-Nährstoff. Ich weiß nicht, wo man helles Extrakt herbekommt. Düngerschlamm, weiß ich auch nicht, wo man herbekommt. Normal, einen Frosch habe ich mal von so einem alten Typen bekommen. Gebulbart habe ich mal versucht abzutrennen, kriege ich irgendwie nicht hin. Also ja. Ah, hier ist Schwarzspeer mit seiner Shantis. Ich danke dir, Kumpel. Endlich kann ich wieder auf offenem Meer. Ich freue mich so, dass ich singen muss. Hier ein mitreichendes Lied. Es heißt die Eliteflotte des Dämonenhafens. Lagiorkus stirbt, beste Mann, heute man haute dich in Stücke. Yo ho ho ho. Jetzt, da du fort bist, ist die Flotte jetzt zurück. Yo ho, yo ho.
Captain Rotbär, Schwarzbär, auch als Team sind wir farblos. Joho. Und jetzt wäscht unsere Fischerkunst überlebensgroß. Da 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 da. Und was sagst du? Ah, die Zeiten Watch sprechen mir aus dem Mund. Die Taten Worte sprechen mir aus den Herzen. Mein Dank gehört dir, tapferer Jäger. Ja, gar nichts für. Du bist mein Held. Wir haben tatsächlich wieder 3 Schiffe auf dem Wasser. Die Jagdflotte ist wieder vollständig. Meine Jungs freuen sich wie verrückt. Ich habe sie noch nie so aufgeregt gesehen. Wenn du das brauchst, egal was, sagst du Bescheid, ja? Ich meine das ernst. Wir stehen in deinen Diensten. So. Oh. Dann schick dir mal direkt los hier zum dunklen Gewässer. Bringe mehr Stahleier. So. Junger Hüpfer? Junger Hüpfer! Ha, du hast es geschafft. Du hast es wirklich geschafft. Ich sagte doch, dass du derjenige sein wirst, der in Lagiakros verjagt. Und ich hatte diesmal sogar recht. Vielleicht kehrt jetzt endlich Frieden ins Dorf zurück. Du sollst dich ausruhen und deine Kräfte schonen. Die Bestie lebt noch und das ist ein Problem. Sobald seine Wunden geheilt sind, wird der Lagiakros zurückkehren und dann hat er wieder einen neuen Schwanz oder was. Und dann steht dir ein harter Kampf vor. Das ist dann nicht mehr der nette Herr Leviathan von nebenan. Er wird alles geben, was er hat. Aber das wird noch dauern. Du hast viel Zeit, dein Können zu vervollkommen. Okay. Und zum Entwerfen deiner Grab, was? Meiner Grabinschrift? Also ich sehe ja, dass du die Sache unbedingt zu Ende bringen willst. Und das zählt am meisten, nicht wahr? Oh, das könnte dich interessieren. Die Kleine von Questschalt hat dir ein paar neue Aufträge für dich gegeben. Yay! Yippie! Du hast es geschafft. Du hast diesen verdammten Lagiakros von dir vertrieben. Sicher ist geflohen, weil er wusste, dass das Spiel aus ist. Seine Schuppen versenkt sind. Die Drops gelutscht ist. Was? Gut gemacht. Du scheinst nicht sehr begeistert zu sein. Was? Los? Was ist los? Freu dich doch nicht. Freust du dich nicht, dass du den Riesenmonster, das Riesenmonster besiegt hast? Mein Gott, was ist denn jetzt schon wieder los? Oh, du wünschst dir, du hättest es erledigt? Du meinst doch, du bist hier, um das Erdbeben für immer zu stoppen? Meine Güte, bist du aber hartnäckig. Ich hoffe, ich lande niemals auf deiner schwarzen Liste. Also gut, wenn du unbedingt bis zum Ende durchziehen willst, dann bitte. Ich präsentiere eine nagelneue Aufträge für eine Monsterjagd. Diesmal sollst du dich auf die Königin des Landes stürzen, die Ratian, was ihre Stärke und Schwäche angeht. Darüber weiß ich nicht. Ja, super. Ob es über dieses Monster auch Gildenlegenden gibt, willst du wissen? Hey, netter Versuch. Wegen des Erdbebens hat die Gilde diese Gegend zum Katastrophengebiet erklärt. Man kommt kaum noch an Informationen. Und warum ich mich darüber anscheinend freue? Ach, naja. Also an die Arbeit, was? Ah. Der Radian müssen wir erledigen. Sorg 2, wie waren Eier? Schleichendes Gift, Lage ein Gigi. Oh Gott. Den kenne ich auch noch. Versuchen wir mal Vivan-Eier. So, nichts mehr hier, okay. Dann machen wir das mal ganz schnell. Müssen wir wieder Eier suchen, weil vorletzten Mal, glaube ich. So, ich brauche keine Dingens. Dung mal her damit, ich glaube, die brauche ich. So, ich brauche nur Ration, ich brauche viel Ausdauer, mehr nicht. Schön. So, ich weiß, wo man die herbekommt. Das ist in diesem Gebiet 8 hier. Diesen braunlichen Gebiet. Ich glaube, man begegnet sogar ein Vivan auf dem Weg, was nicht so toll ist. Wir haben wieder 2 Monster, die abplätten können. Oi. Dabei habe ich gar nicht so viele neue Rüstungen. Aha. Oder neue Waffen habe ich auch nicht, Mann. So. Ja, wie komme ich denn dann überhaupt zurück? Ja, da muss ich noch runterspringen. Oh, ich wollte so ganz kleine Sprünge kann man machen, ne? So, oh, hi. Verpisst ihr euch, ich muss ein Ei klauen. Piss dich. So. Jetzt kann mich niemand mehr aufhalten, ein Ei zu klauen. Wie war ein Ei? So. Gleich Strategie wie beim letzten Mal. Nicht rennen,
Also doch rennen, aber nicht so lange rennen, bis meine Ausdauer weg ist. Nicht rollen, dann geht das Ding sofort kaputt. Und ja, am besten nicht angreifen lassen. Vor allem nicht, da ist irgendwas geflogen. Oder was? Barbara. Verpisst euch! Wieso konnte ich denn da nicht nach rechts? Unsichtbare Wand, verdammt. Reicht mir ja zum Lager, nicht zum Ding. Ah. Boah, warum kommen die immer, wenn ich ein Ei habe? Ganz ehrlich. Die sind beim letzten Mal auch genau aufgetaucht, wenn ich ein Ei hatte. Als ich ein Ei hatte. Aber bis euch hat's. Ich hasse diese Viecher so. Deren Animationen gehen mir so auf den Nerven. Was an dem vorbei? Boah, epileptischer Anfall. Halt, kriegt mich nicht. Ha, 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 ha. Ich finde das Schwert sieht so geil aus. Ah, jetzt haben wir eigentlich geschafft. Da sind ja nur diese Pflanzenfresser-Viecher. Glaube ich. Außer tauchen jetzt wieder Yagis und so auf. Oh, leck mich. Kommst du mir so vor, da bin ich echt langsam. Normalerweise ist man nicht so langsam. Jetzt bei einer L gerückt, aber da passiert ja nichts. Ey, besser verpisst euch. Ja, ich hoffe, die Mutter von diesem Viech kommt nicht. Verpisst euch! Oh mein Gott! Schade, ich das Ding nicht irgendwie, oh Gott, irgendwo abstellen kann, solange. Renn, renn! Jäger mit den grünen Haaren. Oh Mann. So, jetzt das Ganze nochmal. Was eine Tonne wiegen das Ding. Das sieht schon so schwer aus. So als selbst hat angucken, wie man das Ding trägt. Sieht voll anstrengend aus. Kommt ja auch da unten lang gehen, genau. Habe ich einen kürzeren Weg. Ja, ich probiere mal. Kann ja nichts Schlimmes passieren. Ihr Pisser, ne? Weil man soll ich überhaupt mit einer Dungbombe, während ich das Ding trage? Ich kann das doch sowieso nicht benutzen. Verstehe ich irgendwie nicht. Ach Mann. Blöd, sie kommt sowieso wieder. Au! Beim Klettern, ich krieg. Oh nee. Das ist übrigens der Radian. Don't mind me. Just passing by. Das ist, oh Gott, wenn der mich gesehen hätte, ne? Oder die. Ist dann sie. Gibt auch, glaube ich, eine männliche Version, aber die bin ich noch nie begegnet. Steht jedenfalls in den Jägernotizen, dass es davon eine männliche Version gibt. Ich kann irgendwie nicht. Ja, man sieht doch, da ist doch voll viel Platz da, wo der Schatten war. Aber irgendwie komme ich da nicht vorbei. Ah, jetzt kommen wir für links, Viecher. Mann, wenn ich von euch getroffen werde und das Ding fallen lasse, ich klatsche euch so weg. Kann auch gar nicht da unten lang anscheinend. Da waren ja die Felsen, glaube ich. Verpisst euch! Und greift von da auch schon an. Das ist wieder der schwierige Part mit den Yagis. Ich weiß nicht, wieder voll die geballte Action, ne? Ja. Verpisst euch! Das ist meins, meins, geht weg! Hier weg. Ah. Oh Mann. Das könnt ihr doch nie im Leben essen. Habt doch viel zu kleinen Mund dafür.
Ich habe die Technologie, das Ding zu verarbeiten. Du denk nicht mal dran. Was? Was? Ich glaube, der Radian ist gerade da aufgetaucht. Der war bestimmt nicht glücklich, als er hat gesehen hat. Welches A? Gucken wir uns den mal an. Er ist hier hingekommen. Bitch, please. Sehr schön. Ja, mit dem können wir uns auch noch kloppen. Da wird sehr lustig. So, Stahlei, cool. Blaupilsau, die brauche ich für Tränke. Schön. Haben wir die Quest noch irgendwie da reingepackt? Jemand will mit mir reden? Okay. Wir mal hier die Dinge ab. Ich krieg Stein, ich krieg Stein, Stahlei, Stahlei, okay. Geh wieder raus zur nahen Insel. Was? Die ist neu. Okay, geh mal da hin. Ich Monster wieder braucht dich für irgendwas, ich weiß noch nicht mehr für was. Na gut, dann würde ich aber sagen, das war's dann für diese Folge von Let's Play Monster Hunter 3 Ultimate für die Wii U. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.